Aufnahme. Das ist der letzte Part von Trides of Mana. Und wir töten jetzt den fucking Endboss. Wir haben Level 45. Mittlerweile erreicht. Krass. Wir haben Level 45. Und haben viel Spaß. Moin, moin bei Padauts. Das ist das Finale. So schaut's aus. Ich bin Nico. Ich bin Marie. Und schaut mal, wie fucking hübsch ich bin. Ich bin so hübsch. Ich bin Lise. Du bist eine Hübschigkeit. Und guck mal, wie gut Angela aussieht. Oh, ja. Oder Pat. Ich bin eine Blondine. Und jetzt nochmal, einfach, dass wir uns das hübsch anschauen können, gehe ich ins falsche Menü. Das Menü ist so kacke. Oh, Nico, das auf ist das Menü. Ja, wir spielen hier Menü-Bingo. Also jetzt können wir dann Shot trinken oder Bingo abhaken. So, Fenrir-Ritterin, Palauzina, Wahrsagerin Marie und Paladin Pat. Oh, das geht ja runter. Pat Paladin. Wer steht dann ab? Ist das nicht sein richtiger Nachname? Ja, Pat Paladin heißt er. Patapa Paladin Patentum. Game Pat Paladin. Wir haben im letzten Dungeon, man kriegt, wenn man Gegner besiegt, sogenannte Rüstsamen oder sowas. Genau. Und wir haben die des Todes gefarmt und dadurch die wahrscheinlich beste Ausrüstung im Spiel ergattern können. Wir haben hier eine Gigaslanze. Die beste Waffe, die man kaufen konnte, hat vielleicht dann auf 280 Angriff gemacht oder so. Das Ding macht viel stärker. Wir haben eine Gigaslanze, Wolfsdelm, Wolfspanzer, Hünenring. Und für sie haben wir dann auch nochmal die ganze Milane-Sache und einen Gamban-Tain und eine schöne Schneespange. Und für ihn haben wir auch noch eine kühle Klinge, Heldenkrone, Heldenrüstung, Kampfwaffen und das Mystikschild, was genau die gleichen Werte hat wie das Goldschild, aber hübscher aussieht. Das ist wichtig. Und hier können wir es nochmal vergleichen. Ich hatte ja vorher mir den Schmerzspeer geholt, genau, auf 284 und die gefundene Waffe Gigaslanze. Und dann würde ich sagen, schwirren wir jetzt mal auf zum Dunkeldungeon oder was? Ja, zum Dunkeldungeon. Ah ja, ich habe einen neuen Zauber, Lamia Naga, der überhaupt nicht cool ist. Der ist total... So Bollywood-mäßig. Ich heiße Fenrir-Ritterin. So, was wäre denn das Logischste, was die Fenrir-Ritterin beschwören könnte? Wäre das vielleicht ein Fenrir? So irgendwas, weiß ich nicht, nordische Mythologie-Style? Und von mir aus kann da auch einfach Loki auf die Gegner niederpupsen, das wäre auch okay gewesen. Aber nein, kein Schnuffelwuffel-Fenrir zum Streicheln. Es kommt Lamia Naga! Und ich zeige euch jetzt, was Lamia Naga kann. Hier haben wir nämlich süße Baby-Drakonis und dunkle Assassinen. Übrigens, jetzt kommt der Alpha-Tipp. Wenn ihr diese Rüststech-Samen haben wollt, dann tötet erst den Drachen und zuletzt den dunklen Assassinen. Denn der dunkle Assassine droppt mit einer Wahrscheinlichkeit von gefühlt 100% den Samen. Also, jetzt zeige ich euch den Zauber da, der Zauberigkeit. Wenn sie das irgendwann mal castet. Wow. Ist das nicht cool? Es passt halt einfach nicht zu ihr. So. Gibt das doch irgendeine Klasse, wo es passt? Aber ich bin die Fenrir-Ritterin. So, lass uns mal den Drachen zuerst töten. Bist du Pat oder bist du... Ich bin ich selbst. Du bist Marie. Marie. Okay, wir müssen trotzdem Drachen zuerst killen. Irgendwie. Oh, wir kriegen ganz schön aufs Fressbrett, kann das sein? Also die Gegner hier, die haben es tatsächlich in sich. Als wir hier reingegangen sind, hatten wir ein viel schlechteres Level als jetzt. So, wir haben gewonnen und... Tada. Es wurde etwas gedroppt. Und wir haben einen Rüstzeugsamen erhalten. Was dort drin ist, ist zufällig. Das heißt, ihr könnt auch ganz oft die falschen Items bekommen. Aber wenn ihr Quicksave macht und ladet, wird das RNG nicht bearbeitet. Was man aber machen kann, ist zum Beispiel Rüstzeugsamen. Vorher Schnellspeicherung, dann Rüstzeugsamen öffnen. Sehen, das ist die falsche Ausrüstung. Also den Speicherstand wieder quickladen. Und dann könnt ihr, um das RNG zu verändern, einfach einen anderen Samen, Fragezeichen-Samen oder so benutzen und danach dann das Rüstzeug-Samen. Dann kommt was anderes raus. Alternativ kann man natürlich auch im Bett schlafen und dann den Speicherstand so neu laden. Dann wird das RNG auch neu gewertet. Wir haben das natürlich nicht gemacht. Wir haben das sowas von gemacht. Hier das Gleiche. Tötet die Wolfsbestie zuletzt. Ich habe jetzt auch einen neuen Spell. Oh ja, Doppelgänger. Das ist der heiße Scheiß. Hau mal rein. Kann Pat eigentlich irgendwas Neues? Nö, ne? Pat sieht einfach nur gut aus. Doch, Pat kann die Klinge zaubern. Ach, kann er das schon? Mhm. Dann lassen wir ihn das im nächsten Kampf machen. Und ich habe jetzt auch außerdem Double Spell, den habe ich zuletzt bekommen. Bei jedem Level Up, diese Einzelspells, die großen, kann ich jetzt auf alle Gegner machen.
Das ist auch voll okay. Ja, wir sind schon stark geworden. Also, jetzt zeige ich euch noch die Macht des Pat. Es ist der Lichtsäbel. Und natürlich zauber ich den auf mich, weil hier geht's ja um mich. Aber Pat, du brauchst ganz schön lange zum Casten. So viel Zeit hat doch keiner. Katsching. Genau, jetzt haben wir einen Heiligeffekt drauf und dann gucken wir mal, was dann passiert, wenn ich jetzt haue. Ja, ein Patzer. Also ja, es gibt so kleine Lichtexplosionen. Seht ihr das so? Puff, puff, puff. Jetzt machst du ein Licht damit. Da, bam. Eigentlich ganz cool. Also hätten wir die andere Klasse mit Pat genommen, dann hätte er es halt gleichzeitig auf alle casten können. Wäre vielleicht das Klügere gewesen, aber die andere Klasse ist so potten hässlich. Das kann ich nicht mit mir und meinem Sinn für Ästhetik vereinbaren. So, wollen wir die Klaune zuerst töten? Eigentlich brauchen wir es nicht mehr. Eigentlich ist es scheißegal. Wir haben ja die Rüstzeugsamen geholt. Ja, ne? Eigentlich haben wir alles. Ja. Wollen wir uns nochmal den besten Zauber im Spiel angucken? Oh, ja. I summon thy Lamia Naga! Oh, nee, das ist Pupstab! Das ist mein Special. Ja, genau, das ist ja auch noch dazu gekommen, weil. Oh, das ist so bescheuert. Das ist richtig bescheuert. Weil wir ja jetzt die letzte Klasse erreicht haben, haben wir auch einen neuen Spezialangriff. Und die sind tatsächlich bei jedem ganz cool. Ich weiß gar nicht, ja, Pat hat so eine. So ein Über-AOE. Oh, Schleudersamen. Und ich habe einen Angriff, der auf eine Person geht. Und deinen haben wir gerade gesehen. Du schnipselst halt einfach total mit deinem. Mit deinem Stäbchen rum. In deinem Schockfischding. Also, man muss ein bisschen aufpassen. Die Wolfsbestien, die können eine Spell, die ist. Die ist fernab von Gut und Böse. Die haut einfach nur rein und killt gefühlt instant. Wieso, wie kann deiner schon voll sein? Ich hab vielleicht mal einmal einen Gegner getroffen hier. Ich treffe halt alle. Gar nicht. Knüppel. Du warst doch da unten. Ich verstehe das nicht. Ich will das auch mal voll bekommen. Ich möchte das ja zeigen. Wahrscheinlich war dein Gegner einfach nur leichter zu treffen. Ich kriege ja auch dauernd aufs Fressbrett von denen. Von den Jungs hier. Ja, bei Pat geht's los. Was macht der denn jetzt? Vergiften oder was? Ich weiß es nicht. Wir sind zu stark. Und du hast deinen schon wieder voll gehabt. Wie? How is that even possible? Ich weiß nicht. Oh, schau mal. Das ging irgendwie schnell. Oh Gott, die Mucke ist ganz schön Drama. Das ist der Dunkelstein, aber warum? Vorsicht! Oh Gott. Der ist gut. Haben wir überhaupt... Vorräte und so? Ich hoffe. Ja, wir schaffen wir das schon. Sehen. Pat kann heilen. Oh. Ach du Kacke. Sabelfahre. Der Belevodona greift an. Sabelfahre. Sieht ganz schön traurig aus, kann das sein? Macht der Tor des Bösen? Ja. Gibt es hier eine Logik, um welchen Kopf wir uns erst kümmern sollten? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Oh. Und der Damage ist ganz schön hoch. Oh Gott, guck ihn dir an. Also ja, das ist der Special von Pat. Genau, das ist Pat sein. Sieht er nicht geil aus? Du hast deinen auch gleich voll. Ja, jetzt sehen wir mein Special. Knüppelhart! Er explodiert hier voll. Oh Gott, der links spuckt gleich, siehst du das? Dem ist richtig übel. So. Lamia Naga! Oh Gott. Ja, und was du noch gelernt hast. Ach, das machst du jetzt. Genau. Die Debuffs kannst du jetzt auf alle Gegner. Ach ja, stimmt. Die Debuffs auf alle. Und wir haben ja anscheinend zwei Bosse. Dann kann ich das ja auch gleich mal machen. Der hat echt Muckis. Guck dir diese Arme an. Ja, vor allem die seitlich abgehen, ne? Die sind richtig gestärkt. Guck mal, wir machen die jetzt hier erstmal. Oh, es geht ja wirklich auf alle. Ist das schön. Und mit Pat kann ich auf Pat wechseln. Ach, du warst schneller als ich. Ja, ich mache einmal meinen großen Lichtzauber. Ja, mach mal. Stimmt, der war auch neu, ne? Dein großer Lichtzauber. Ja, der ist voll okay. Der ist richtig kräftig. Guck mal, erstmal debuffen den Gegner hier. Und, oh, ich glaube, ich gebe dir mal einen Honig. Das sieht gerade nicht gut aus bei dir. Ja, ich habe ein bisschen Damage bekommen. Glitzer, glitzer. Und ich möchte, dass Pat sein ja. Lichtsäbel auf mich macht. Das dürfte sich hier wohl nicht so dunkel geben. Ja.
Die sehen echt traurig aus. Das war ordentlich. Das war ganz schön stark, ja. Ist das ein Angriff? Ja, von denen. Ah. Brauch Heilung. Okay, warte, ich baller mir eine Schokri reicht, glaube ich. Schokolade. Macht ja auch 300. Das ist schon okay. Auf Palazzina. Und Pat kann sich selber ja, glaube ich, auch nochmal ein Lichtsäbel geben. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt, ne? Ich möchte auch einen. Echt? Kriegst du nicht. Ach man. Doch, können wir danach casten. So, und von mir aus mache ich die nochmal wehrlos. Der Soundtrack ist richtig beiläufig hier, oder? Der ist so richtig fies irgendwie. Ich hätte gern sowas tief dramatisch Einschüchterndes. Aber der Soundtrack ist gerade einfach nur traurig, wie deren Gesichter. Der ist so gruselig. Jetzt ist er gruselig, aber wenn er das so aufreißt, dann... Die Gegner sind ganz schön hässlich. Oh. Da stand doch gerade irgendwas Magieeffekt geschwächt, ne? Die reflektieren aber nicht oder so ein Scheiß. Bisher nicht. Okay. Ich schmeiß mal ein Potoöl. Oh nein, wir haben wirklich nicht aufgefüllt. Wir haben gar kein Potoöl. Verdammt. Och nö, wir sind ja doof. Na egal, dann wird Pat geheilt. Naja, wir schaffen das schon. Ja, wir sind ja gut vorbereitet. Oh Gott, ja. Yeah. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, yeah, Pat's Move ist voll, aber Pat kriegt jetzt ein bisschen aufs Fressbrett. Ich glaube, ich gönne mir jetzt nochmal einen Honig. Wo bin ich denn? Da. Da bin ich. Und Pat soll auf dich dann nochmal sein Schwert casten, oder hast du das schon ausgelöst? Nee, ich hab das nicht. Oh, ich kann Pat gerade nicht steuern. Dann, weil er sein Special machen will. Ah, ja, soll er mal machen. Oh. Zauber. Eieieiei. Voll episch, oder? Explosiver He-Man-Pat. Ah, Pat ist schon wieder fast gekillt. Einfach um Items zu sparen, soll sich mal kurz selber heilen. Und dein Knüppel ist wieder voll. Den Laser finde ich ein bisschen unspektakulär, ehrlich gesagt. Und ist es eigentlich sinnvoll, wenn wir erst einen Kopf platt machen? Die sind beide platt. Oh. Wiederbeleben? Was wird hier wiederbelebt? Oh mein Gott! Das ist ja noch ein Kopf! Aber die ist cool. Ja, aber wie viele Köpfe gibt's denn hier? Was soll denn? Ah! Die ist ja gruselig! Vor allem, sind das eigentlich nur Köpfe oder gibt's da einen ganzen Körper, den man im Schatten nicht sieht? Und das man sind weiß einfach, es nicht. Sind einfach nur... Scheiße, hast du den Damage gesehen? Hat 333 Damage gemacht. Auf jeden! Das ist überhaupt nicht... Nicht cool, ne. Nee. Werd dich mal heilen hier. Heile! Windy! Und Pat. Das ist nicht Pat, das ist Pat. Kann auch nochmal auf sich selber. Er wird dich Windy buffen können. Und wenn du zauberst, zauber ich nochmal den Magie-Debuff, weil jetzt haben wir einen dritten Kopf, der Schaden kriegen kann. So. Dann machen wir mal hier, der war das, Entkräftung auf alle. Oh Gott, was kam da denn raus? Hast du das gesehen? Das Train. Ja. Dr. Eichhorst. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie hießen die Vampire? Strigoi. Ah, Strigoi, genau. Stimmt. Special. Was jetzt los? Oh, Erzähl Tor des Gott. Bösen. Mach doch sowas nicht. Doch. Nein. Das hat die geheilt. Ja, aber das hast du nicht gecastet. Das war Nein, sie selber, das ne? Waren die. Okay. Er kriegt krass viel Damage, vor allem durch das. Also, Lichtschwert bringt's übel. Ich habe das Gefühl, es trifft halt jedes Mal zweimal, wenn ich haue. Und macht dann immer zwischen 200 und 300 Schaden. Gar nicht zum Heilen. Nee, man kommt hier zu fast gefühlt gar nichts. Also im ersten Step heile ich mal Pat. Kannst du dich heilen? Ah, dann mache ich. Willst du einen Honig? Gib mir. Bist du denn? Da bist du. Vielleicht sollten wir erst den in der Mitte töten. Und ich möchte einen Schokri.
erst den in der Mitte, aber geht's nicht schneller, wenn wir den links killen oder so? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der in der Mitte die nicht heilt oder sowas. Ich erinnere mich dunkel. Na, hat's ja gerade mit Tor des Bösen. Ich dachte nur, weil ich die ganze Zeit schon auf den links raufklappe, dass der so viel Schaden hat, dass er vielleicht bald tot ist. Das war jetzt die Hoffnung, die ich hatte. Aber ich kann gerne mein Ziel wechseln. Wie viel Damage die bekommen. Richtig gut. Ja, ich sage, der Lichtsäbel, der haut schon krass rein. Jetzt hätte ich echt gern Protoöl. Ja, wir hätten Protoöl unbedingt mitnehmen müssen. Warum ist denn das Vieh so kräftig? Uns geht der Honig aus. Ja, heil mich mal bitte. Das ist lieb, danke dir. Wie Auslöschung. Oh mein Gott. Sie knutscht uns, das ist nicht gut. Satanisch. Was? Waren das gerade drei Neunen? Ja. Das hätte ich einfach getötet. Oh, ich lebe ja noch. Ach nee, Pat hat's erwischt. Aber auch Pat rastet hier noch aus. Er macht noch heldenhaft sein Special, bevor er stirbt. Oh, der eine Kopf ist kaputt, siehst du das? Oh, nice. Ey, ohne Scheiß, wie OP ist Pat? Stärkste Attacke im Spiel, während er stirbt und reißt noch einen Kopf. Mit sich. Mit sich, ja. Richtig krass. Aber guck mal, wenn der rechte Kopf schon kaputt ist, dann kriegen wir den linken auch schnell kaputt, oder? Er heilt. Ja, aber war das der links oder der in der Mitte gerade? Der in der Mitte hat gerade alle geheilt. Oh, und wiederbelebt auch, ne? Guck dir das mal an. Ja, nee, dann müssen wir den in der Mitte kaputt machen. Geht ja gar nicht. Oh, wie OP Pat ist. Pat, du bist der Beste. Der Besteste. Ein Lichtzauber? Oh ja, mach das mal. Wie lange hält denn eigentlich so ein Lichtsäbel? Ziemlich lange, oder? Jetzt gerade haben wir noch drauf, oder? Also ich hab den auf jeden Fall noch drauf. Oh, war's das? Echt? Oh, wir sind schon... Ja, aber der Lichtsäbel hat auch reingehauen, ne? Der hat richtig reingehauen. Und dann, wenn wir alle da mal raufgekloppt haben, da hat man nur die Damage-Zahlen gesehen des Todes. Oder es kommt jetzt noch eine Form. Ah. Ich war nie für meine Final Form. Du hast gewonnen. Ja, nice. Wir haben das Böse besiegt. Das Böse. Das Wiedererscheinen des Dunkelsteins hat auf dieser Welt hat bestimmt das Portal zum Heiligtum aktiviert. Aha. Oh nein. Oh oh. Was? Das war eine Falle. Der Feind hat uns die Bene Voduna bezwingen lassen, damit das Schwert ihre Energie aufnehmen kann. Jetzt sind alle 8 Kräfte vereint. Oh nein. Nicht cool. Was haben wir getan? Ohne es zu wollen, haben wir dem Feind direkt in die Hände gespielt. Jetzt können wir nur noch nach vorne schauen. Gehen wir. Na, toll. Eieieiei. Jetzt ist aber die Dampfer am Kacken. Höhle der Nacht. Zählt das noch zur Map oder was? Ich weiß es nicht. Lass mal gleich Sachen aufstocken. Ja. Nach dem Kampf. Dönerart. Ah, komm mal, ich mach jetzt hier meinen Massen-Special. Ah, wir sind so schön stark, das fühlt sich richtig gut an. Ja, gut, dass wir ja ein paar. Aber Sachen hier ist gar nichts mehr, oder? Guck mal. Ach so, da geht's runter. Ja. Okay, warte. Wir machen kurz Item-Stuff. Zukunfts-Nico! Wenn du nicht dran denkst, hört sich das komisch an für die Zuschauer. Aber schneid das jetzt raus. Ja, lass mal so viel Zeug mitnehmen, wie geht. Also Schoki und... Ja. Mach schon. Bei der Endboss ist hart, wenn ich mich richtig erinnere. Aber härter als das jetzt? Ja. Das geht auch gar nicht. Und auch so, so Heilungszeug, also Mama-Protoöl brauchen wir. Was macht Dragonerkette? Nee, ich glaube, das Debuff. Und Prinzenmarke? Ich weiß nicht, ob das heilt oder ob das diese Dings jetzt macht, diese Nichtklinge. Es gibt sogar Papa-Protoöl. Nee, hab ich keine Ahnung, was das war. Ich glaube, Bonbons kann ich rausnehmen. Und hier Mama-Protoöl. Popoöl. Will ich noch irgendwas reinnehmen? Irgendein Special-Item oder so? Ja, Protoöl. Jetzt geht. Mal wie winzig wir sind. Und Patz ein kleiner Schild. So, jetzt sind wir alle klein und süß und niedlich. Und das hat überhaupt nichts gebracht. Nein, aber wenn wir raus und wieder reingehen. Ach so, dann ist man wieder groß. Das sieht halt viel zu verdächtig aus. Vielleicht ist das später nochmal wichtig. Oder die hatten einfach Bock, sowas da hinzusetzen. Um uns zu verwirren. Ja. Oh, guck mal, man kann endlich in der Höhle wieder was sehen. Vielleicht das. Weil seitdem wir das Ding eingequatscht haben, ist es heller. Du meinst, wir haben einfach das Licht angemacht? Aber ich kann ihn gar nicht sehen. Was ist das denn für ein Vieh?
Der ist aus Castlevania. Oh Gott. Aber den muss ich jetzt nochmal sehen in einer größeren Karte. Kann man hier hoch? Sieht nicht so aus. Nee. Sollte hier in den Tod stürzen? Oh, oh nein. Gott. Halt! Oh, schubst mich nicht. Ich hab Joghurt im Rucksack. Nein, der Joghurt. Er wird sterben. Oh, wie die echt alle. Jetzt runterfallen. Oh Gott. Jetzt ist der Joghurt kaputt. Wie ich sehe, habt ihr alle Benevodona bezwungen. Wie nett von euch. Seine dunkle Majestät benötigt die Kraft ihrer wahren Gestalt, um wieder erweckt werden zu können. Darauf wartet ihr Scheusale also von Anfang an aus. Was wollt ihr überhaupt erreichen? Ach so, ja. Ich hab ein bisschen doof gelesen. Wir sind aus Marvolia. Die Göttin des Mana hat uns bis jetzt in dieser Unterwelt gefangen gehalten. Wir beabsichtigen, uns diese Welt zurückzuholen und sie in ein neues Marvolia zu verwandeln. Dann wird unser Meister, seine dunkle Majestät, höchstpersönlich als absoluter Herrscher wiedergeboren. Euch drei brauchen wir nicht mehr. Sterbet! Sterbi. Machen wir erstmal die Wolfi platt hier, oder was? Oh nein. Oh, fuck. Davor hatte ich Angst. Geht direkt richtig gut los. Nein. Wie Schaden das macht. Ja, aber der Wolfi ist schon kaputt. Ich mach mal lieber einen Puppen. Wir sind ja alle ganz schön hier am Straucheln. Und ich weiß auch schon, was ich mache. Und da ist wahrscheinlich auch wieder Lichtzauber gut bei denen, ne? Bevor du aber einen Lichtzauber machst, mach... Oh, okay. Vorsteller. Wie schnell bist du denn immer? Ich hab das gehackt wie ein junger Gott. Entkräftung! Oh yeah. Das ist eigentlich, Oh, scheiße. Bin ich da voll die Herzchen? Bin ich. Ach, da hinten bin ich. Wo bin ich? Ja, ich bin so weit weggeschleudert worden, ey. Aber, Pat, gib mir deine Lichtwaffe. Oh yeah, damn right. Oh Gott, das sieht komisch aus, als wäre er auf den Kopf gefallen und seine Füße hängen da raus. Stimmt. Das ist seine Haare oder was? Ja, nee, seine Unterhose. Sieht echt komisch aus. So, und Pat. Hi. Mach dir selber so ein Ding. Und ja, du kannst jetzt hier rumprotonen. Pat muss uns erstmal hier Schwert buffen. Sieht voll episch aus, wie er das macht. Und wer schon mal dabei ist, willst du das doch bestimmt auch haben. Ja. Oh mein Gott, das war schon. Aber er ist der Oberdude, den müssen wir noch töten. Ich glaube, wir machen hier voll den großen Aufriss für so einen Milchmädchen-Gegner. Explosives He-Man-Schwert. Bei der Macht von Pitzkal. Auch voll cool, wie du diesen Stab schmeißt einfach. Ja, ich mag den Skill voll. Naja, das sind wirklich seine Hände. Sieht komisch aus. Vor allem, als er das vorhin so nach oben gemacht hat. Wirklich komisch, Hände. Ja, ich muss ihn noch einmal... Ja, yeah, jetzt. Pieps. Oh ja, yeah, der Damage ist auch richtig gut. Ja, das sieht so lustig aus. Wow. Oh ja, vielleicht mal ein Foto reinschmeißen wieder. Oh, guck mal, wie er da schläft einfach. Da aufgegeben. Oh, er zaubert schon wieder irgendwas. Man muss aufhören zu casten, das ist schrecklich. Dunkle Macht. Oh, guck dir Pat an. Der will ihn einfach wegstechen. Ich töte dich. Oh, das war gar nicht so stark. Das konnte man widerstehen. Hat explodiert voll. Ey, kriegt das so oft voll, oder? Ich weiß nicht, wie er das macht. Er kriegt so viel schönen Damage, wenn man das... Fuck. Oh, das ist so süß. Kein süßen Geister. Ja, ich glaube, wir müssen mal wieder ein Foto reinschmeißen. So. Foto auf alle. Oh, stell dir mal vor, ich würde das verkacken, das auf alle zu machen. Das wäre richtig die Verschwendung. Voll der Anime-Move. Wo ist er denn? Jetzt hat er das richtig weit nach hinten geschleudert gerade.
Oh, und dunkle Macht hinterher. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh Mann. Okay, noch ein Proto. Müssen danach wieder auffüllen. Ja. Wir haben ja, glaube ich, genug Vorrat. Mit da mal aufzuzaubern. Malofio. Oh nein. Eieiei. Ei, ei. Das ist dieses 999-Ding, ne? Mhm. Ah, null. Okay, da ist wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit hinter einfach. Wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit. Da ist wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit. Oh. Weißbrot. Immer sein schmerzverzerrtes Gesicht. Ja, ist voll gut. Ja, aua. Und mit, der hatte da eben noch ein bisschen Rest-Ketchup im Mund. So sah das aus. Hat der meinen Zauber gecancelt? Oh mein Gott, ich schmeiß ein Proto rein. Also seine beiden Minions, die konnten ja nicht viel, ne? Aber er haut schon rein. Was waren denn nur so normale Mobs eigentlich? Ja. Aber es war schon der richtige Move, dass wir die beiden erstmal kalt gestellt haben. Wäre sonst nervig, gegen ihn zu kämpfen, während die anderen hier mal noch reinhauen. Oh Gott. Das war wieder so ein OP-Angriff, ne? Ein Operationsangriff. Nö, ging. Ja, ist recht. Säureregen oder was ist hier los? Oh, hat er richtig viel keinen Schaden gemacht. Wow. Pat kann von mir aus schon mal sich selber heilen. Nebenbei. Ich weiß gar nicht, wo du hinstrahlst. Ich laser ihn mal. Oh, bist du gemein. Dein Zauber hat er nicht unterbrochen. Du meinst Patzzauber? Patzzauber. So. Schockeri. Auf mich. Ein bisschen Schokofrisch. Und du willst bestimmt auch. Ja. Gib mir das. Kriegst du. Also, Items zum Heilen zu verwenden funktioniert zumindest sehr schnell. Okay, jetzt kann ich wieder. Wombo-Kombo! Bambo! Alter, Alter. Der ist auch stärker, als er aussieht, muss man sagen. Mhm. Also wenn man den sieht, denkt man jetzt, sich jetzt nicht so, oh, krass ist der Boss im Spiel. Sondern, hey, Zwischengegner in der zweiten Welt. Oh, oh, oh. Heilung, Heilung. Holy. Holy moly. Lebe ich noch? Ich lebe noch. Aber ich kann das gerade auswählen. Dann heil mich schnell. Dich? Nur dich? Ich glaube, bei dem Rest bringt's nichts mehr. Ich wiederbelebe. Puh. Ich kann dich doch nicht. Achso, nee. Oh, du bist ich. Das ist seltsam. Ich werde gleich wieder auf Pardozina wechseln. So, jetzt. Puh. Das ist echt fies. Ich weiß nicht, ob der mich nicht richtig getroffen hat. Vielleicht habe ich mehr Zauberresistenz oder so. Hast du mal darauf geachtet, funktioniert der Lichtzauber noch? Von Pat, kann der sein, Waffenzauber? Wenn man tot ist, dass es weggeht. Ich habe halt jetzt einfach nicht darauf geachtet, ob die Lichtexplosion kommt, wenn ich ihn hitte. Naja, ist so gut. Also meine kommt noch. Finsterer Regen. Aber ich war auch nicht tot. Ja, ich glaube, wir müssen bei uns neu casten. Ah. Oh! Ah, nein, das kann nicht sein. Sehr gut. Du hast gewonnen. Oh, jetzt noch ein Level-Up. Nein. Oh, dann geh ich mal auf Ausdauer. Mehr HP. Na, das musst du entscheiden. Ich möchte klüger sein. Noch klüger. Ich wollte gerade sagen, was mit Pat? Den musst du... Nee, ich kann den machen. Ja, auch Ausdauer, ne? So. So, lass mal restocken. Ja, lass mal auch vorher speichern.
Obwohl, nachher wäre eigentlich klüger. Nach dem Restock. Okay. Sah so aus. Ah, guck mal. Das ist neu. Das ist neu erschienen. Fancy Weg. Aber wie gemein das ist, dass man wirklich nochmal den ganzen Weg da rumlatschen muss. Das ist ja gemein. Na, die wollen halt, dass wir ein bisschen arbeiten müssen. Oh nein, wir stecken fest. Nein. Mit Wolfies und Zähberrussen. Oh, der wollte gerade casten, hast du gesehen, ne? Ich bin ganz froh, dass wir schon die Rüstzeugsamen haben und nicht mehr uns darauf konzentrieren müssen, welchen Gegner wir zuerst töten. Ja, vor allem würden wir sonst echt doll Schaden bekommen. Ja. Das tun wir. Na, die Gegner, die man am... Ach, du Scheiße. Rechts, links? Also, du weißt ja, ich gehe immer erst links. Alles ja, dann geh du. Mach ich ja. Seit Anfang des Let's Plays so. Oh mein Gott. Der Castlevania-Gegner. Der niedere Dämon. Er sieht halt voll cool aus. Bei dem hat man auch wirklich das Gefühl, das ist so ein letzter Gegner. Ein letzter normaler Gegner. Und die Clowns sind, die glänzen durch Anwesenheit. Das sind Geister. Das sind Clowns. Der stirbt aber ganz schön leicht, der niedere Dämon. Also die Wolfis und so finde ich schon stärker als den. Aber dafür sieht er cool aus. Das Wichtigste. Ah, hier ist richtig. Zerberus. Flammenatem. Die haben irgendwie den Kopf zu wenig. So. Marie, jetzt wirst du geheilt. Heil mich. Heilung. Dankeschön. Heilende Fülle. Ich bin geheilt. Guck mal, ein Damage. Ja, wir sind tatsächlich nicht schlecht gelevelt. Muss man uns mal lassen. Haben wir gute Arbeit geleistet. Okay, Truhe. Truhe? Nee. Oh. Na, dann gehen wir mal durch diesen Spalt. So ein Spalt hat uns durch zu den allerersten Boss geführt. Ich glaube, ich speichere hier vorher. Noch ein Spalt. Einfach so, weil das schon verdächtig aussieht. Das sieht sehr verdächtig aus. Schon wieder kein Kopf. Das ist ein Zeichen. Was erwartet uns wohl jetzt? Wahrscheinlich nochmal ein Dungeon, ne? So das ganze Schloss, was wir vorhin gesehen haben. Was übrigens super cool ist. Weil guck, jetzt sieht man im Hintergrund, da ist nicht mehr das Schloss, weil wir jetzt beim Schloss sind. Mhm. Voll gut durchdacht. Jetzt hier Castlevania. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Tat versus Tat. Bam. Bam. Oh, guck mal, wie süß der aussieht, wenn er Feuer spuckt. Der ist tot. Sieht dann aus wie eine Katze, die Wolle hochwirkt. Katzen würden keine Wolle hoch. So entstehen Baumwollpullover. 100%. Oh Gott. Ich glaube, ich möchte keine mehr. Boah, das ist schon eklig. Und das trägst du. Oh, 1014 bringt er. Nee, ich wollte... Umbra-Brüste. Brüste der Nacht. Njong. Dunkle Brüste. Oh. Wie cool ist das denn hier, bitte? Direkt andere Musik. Die ist episch. Oh ja. Oh, wie cool. Ich spiegel mich. Im Schatten der Nacht. Achtung, hier ist frisch gebrunert. Dann kommt in deinen Dreckschuhen rein. Nee, Tradition nicht brechen. Erst nach links. Wie cool das hier ist. Voll fancy aus. Oh nein! Ich hasse sie. Wieso gibt es die noch? Die schlimmsten Gegner in jedem Mana. Kackpferde. Die man so mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 getroffen hat in Mana. Ja, der ist noch nicht aufgewacht. Mich zu piepsen. Das erinnert mich ein bisschen an das Ende von Soul Blazer, da ist man so ein Weltall und überall sind Flammen und der Boden sieht auch so weltallig aus und hier sind überall Flammen. Der ist cool. Finstersäbel. Das, was wir nicht können. Weil wir haben was Cooles.
Okay, mach mal Eis. Dann macht uns bestimmt zu Schneemänner. Was ist? Wenn er nicht tot wäre. Oh. Herr Puh. Das ist gemein. Ich glaube, der klaut uns dann MP oder MP. MP wäre schlimmer. Ah, wir haben ihn. Oh, dann wo links lang. Ich lass dich das extra öffnen, weil ich genau weiß, das artet aus. Oh, oh, Rüstzeugsamen kriegt man hier auch. Nice. Ah, ja, ja, sieht schon evil aus, oder? Ich finde das hier super cool. Ja. Die Mana-Festung damals bei Teil 1 sah halt einfach nur so sci-fi, würfelig, bleich aus. Also vom Design her mag ich das hier ein bisschen lieber, ehrlich gesagt. Also ich mochte die auch. War irgendwie cool, so bedrohlich. Aber die gefällt mir besser. Und diese coolen Sensenmänner da. Ja, das ist schon stylisch. Oh. Oh, ein Dämon. Kein niederer Dämon. Die Augen. Schaden bekommen. Du könntest das nicht lassen, ne? Das ist... Oh, wir lassen uns was ganz Bedrohliches machen. Aber wir machen es trotzdem niedlich. Das finde ich voll gut. Das ist schon knuffig. Ja. Ich mag es halt, dass es zu keinem Zeitpunkt zu ernst wird, das Spiel. Aber auch nicht zu sehr in Knösel. Komm da gar nicht lang. Ah, deswegen. Ja, da vorne hat mir der auch gefehlt. War da immer noch? Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob wir den anderen Weg nochmal abgehen müssen. 100-facher Schlag. Übertreib halt. Oh Gott, am Eskalieren. Geh kaputt. Oh, weißt du was? Ich hab da ja so einen Zauber. Und der verbraucht einfach mal 7 MP, ne? Ein bisschen Bollywood. Das ist so derpy. Oh Mann, ey. Von allen geilen Moves hab ich den. Aber dafür habe ich eine schöne Color Palette, das ist das Wichtigste. Nico, geht's wieder nur ums Aussehen? Ja. Aber die inneren Werte. Ich muss mir das Sprite halt die ganze Zeit angucken. Das muss stimmen. Du würdest doch auch Tomb Raider viel ungerner spielen, wenn sie einfach einen Klotz-Po hätte. Das ist wahr. Oder diese Dreiecksmöpse, die sie damals hatte. Die einen aufspießen konnten. Obwohl so ein Kratos mit Plauze wäre schon lustig. Ja. So ein bisschen rumschwammelt. Ja. Und trotzdem alle wegklonkt, so Bud Spencer-mäßig. So wie Plauzentor. Der war auch knuffig. Ja. Das ist bestimmt genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Aber vielleicht muss man halt den Gegner gekillt haben oder so. Rätsel gibt's ja nicht, Bär nicht. Das läuft sich ja nur auf, geh da hin und töte das. Ich denke, das kann die Lösung schon sein dann. Sag mal, zauber doch nicht auf mich. Doch. Blattsiegel. Wow. Blattsäbelattacke. Taufrisch. Ist das ein Weichspüler? Morgenpups. Ich glaube, ich habe so einen Bestätigungssound gehört. Bild mir das jetzt mal ein. Rüstzeugsamen. Das ist auch so zu wenig, zu spät. Wir brauchen eure scheiß Samen nicht mehr. Die Statuen kann man ja nicht... Nee. Die sehen so verdächtig aus, aber... Guck, ja, man musste wirklich einfach beide killen, um dann hochzukommen. Wir sind so cool, wir gehen nicht einfach durch die Mitte. Oh Gott. Sonst wären wir da gar nicht reingekommen. Also gehen wir mal in die Mitte durch. Oh Gott. Da ist so ein schwarzer Ritter. Oh nein, der da oben wird gleich zaubern. Der tut es bestimmt. Erst verknüppel ich ihn. Oh, wie Pat den anderen erst mal wecken musste. Jetzt so schön geschlafen. Na toll. Okay, wir haben ihn. Gewonnen. Okay.
Wer hat er denn bitte so schnell gezaubert? Der hat eine Cast-Zeit, ne? Von 0,000. Das ist okay. Ja, wir brauchen den im Team. Ich schmeiß eine Pat raus. Das Pat dir nicht gut genug? Pat ist zu gut. Wir brauchen ein more balanced Team. Da ist irgendwo noch ein Gegner. Das Schwert sich immer einmal pimmt und danach direkt tot ist. Ja, das bringt immer überhaupt nichts. Was ich bei Mana 1 immer cool fand, ist. Hast du das? War ich das? Wenn du einen Elementarzauber benutzt hast, dass die Waffe dann auch die Farbe angenommen hat, dass du dann wusstest, welcher Zauber ist gerade eigentlich aktiv. Das war echt cool. Da kommen wir nicht hoch. Nee, ist sicher. Das ist ja wohl so ein richtig klassisches Backtrack-Level-Design hier. Da ist er! Langsam swingen. Ein Glotzer. Ja, oh, eine Superboss-Königin. Das war die, die wir beim Boss hatten. Sexy Hexe. Die sah da halt auch aus wie so ein Boss-Gegner, finde ich. Die sieht noch bossiger aus als Malocchio selber. Ja, irgendwie ist die cooler. Ja. Weil die senkt unsere Max-TP. Aber der hat Möpse. Jetzt heilt er sich. Ja, aber nicht viel. Oh, doch viel. Dieser Tomatenkopf so hoch geht in dem Haus. Da ist noch eine. Steht sie da mit ihrem vollen Haar. Und der coole Dämon. So. Mal wegprügeln. Was macht Pat eigentlich da hinten? Da siehst du, was er macht. Er bereitet die stärkste Attacke im Spiel vor. Bam! Weil er macht von Pat. Skull. Auberginen, Mann. Auberginen. Das ist so lustig. Vor allem Tomatenmann, Auberginenmann, einfach die Farbe geändert, zack, ein anderes Gemüse. Gibt's auch Brokkoli-Mann? Tja. Da müssen wir aber wirklich was ändern, optisch. Sag mal, wie oft heilt er sich eigentlich? Ja. Das ist mein Knüppel. Weil er hat einen Po. Oh, jetzt geh doch mal. Geh doch mal kaputt. Mensch. Aber war hartnäckig. Das sieht irgendwie wichtig aus. Tja. Bestimmt zu. Oh. Nee. Links oder hoch? Hoch. Hoch? Na denn, hoch. Du sagst hoch. Links ist bestimmt eine goldene Statue. Meinst du? Denke. Nee, da geht's wieder runter. Aber geht's nicht runter. Nee. Okay. Wo sind wir denn hier bei Landa? Das ist ein Thron. Oh, das ist aber cool. Uiuiuiui. Fancy. Wie das genatscht. So. Oh mein Gott. Oh, was hast du da ausgelöst? Ja, natürlich. Ah. Natürlich. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. It's a trap. Oh, fuck. Oh nein. Tantalus. Metallurx. Oh nein, ich weiß, was jetzt passiert. Ich krieg Flashbacks. Das ist jetzt der Mega-Man-Move, alle Gegner nochmal reinzudroppen, oder? Dann musst du hier ein bisschen mit deiner MP aushalten, kann das sein? Vielleicht sterbe ich ja zwischendurch. Wir hätten uns echt mal eine goldene Statue geben können. Das ja, wie unfair das eigentlich ist. Zeigt er sich? Die hätten ihn einfach reinnehmen sollen mit der Kraft, die er damals auch hatte. Da wäre es ein Schlag und tschüss. Ja, stimmt. Wenn man ganz am Anfang auf ihn rumgekloppt hat. Ja. Er kriegt auf jeden Fall krass Damage. Ja, kurz mal warten, dass das Auge wieder. Pusteblase. Oh nein, er macht Pusteblase. Finde der schon echt cool designt und sehr ikonisch. Auf jeden Fall. Und seine Zähnchen. No. Heilung. Das kommt gar nicht zu seinem Special, weil er zeigen muss. Deiner ist auch voll. Oh Gott.
Oh, ich kann ihn gerade nicht auswählen, weil er jetzt Special macht, oder was? Nee, er zaubert ja noch. Achso, da siehst du mal, wie viel Geduld ich habe. Gibt's ihm gar keine Zeit. Ich krieg keine Zeit. Putt. Ja, Putt. Putt. Ich mag, dass für seine Augen einfach nur ein langer Strich so ist. So sind. Aber wie detailliert der auch einfach gepixelt ist. Ich finde ihn super. Mag den auch. Auch, dass die Beine sich so gefühlt einzeln bewegen, das macht ihn halt super dynamisch. 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 Explosion! Oh, ich mag den Move. Vor allem, dass er sich einfach so dreist auf den Gegner raufstellt dafür. So richtig respektlos. Ich bin vergiftet. Das war auch schon lange nicht mehr, ne? Vergiftet werden. Oh Gott. Ja. Oh, die Druckwelle macht Schaden. Au. Das war die langsamste Druckwelle, die ich je gesehen habe. Soll ich den Honig geben? Oder eine Schokri, ne? Gib mir eine Schokri. Eine Schokri. Boah, einmal andersrum hätte ich gehen müssen. Also wenn jetzt alle Bosse nochmal in dem Niveau kommen, dann haben wir ein Problem. Uff. Der hält schon aus. Bist du das? Bin ich das? Das bist du. Okay. Heilung. Aufpackt. Oh nein, ein Augenstrahl. Aufpackt. Das ist auch nicht gut. Aber er heilt sich ja gerade selber. Das ist jetzt alle Zauber durch. Ja, das müsste ein Lichtgegner sein, eigentlich. Der? Ein Wassergegner? Den haben wir doch ganz am Anfang getötet. Für den Lichtgegner. Aber irgendwas hat ihn gerade geheilt. Ja, aber nicht ich. Ach so, er hat sich selber geheilt. Aber das macht er doch nur, weil er fast tot ist. Ob hat, macht es jetzt überhaupt Schaden? Wenn er die Augen zu hat? Wenn es nicht trifft, kann das mal machen. Na, hat getroffen. Ah. Pusteblase. Ach stimmt, das wird ja nur abgezogen, wenn du wirklich damit Schaden machst, ne? Ja, voll nett ist von dem Spiel. Okay. Ich will den Schokri. Oder soll ich ein Proto reinschmeißen? Nee, für später brauchen wir es wahrscheinlich noch, ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir da nochmal stocken können, so zwischendurch. Ja. Uiuiuiuiuiui. Ich sagte, hier ist was los. Ich hätte ja mal debuffen können, ne? Ja, stimmt. Einfach mal vergessen, was ich alles kann. Okay. Hast du dich schon geheilt mit Pat? Nee, ich heile gerade dich. Achso. Ach, du willst sterben? Nee, eigentlich nicht. Achso, ich dachte, weil deine Mana alle ist. Ich denke mal, wenn der tot ist, werde ich ja wieder aufgepumpt. Boah. Wir gehen einfach mal davon aus, dass er nicht der Endgegner ist. Der Endgegner. Das wäre peinlich. Das wäre endlich peinlich. Naja, los. Ja, mal seine Verteidigung macht das, glaube ich, runter. Jetzt würde er müssen. Aber es ist nicht so ein Boss, bei dem man erst ein Auge, dann das andere killen muss. Er hat immer noch seine beiden Augen. Ich glaube, wenn er fast tot ist, geht das Auge automatisch weg, egal welches.
Da. Jetzt heilt er sich, jetzt hat er sein Auge bestimmt wieder. Das wäre lustig. Der hält halt schon krass was aus, der Typ. Bock auf eine Schoko? Oder Pat kann auch heilen sonst. Ja, Pat kann ja sich selber heilen. Dann. Geht grad nicht, oder was? Wahrscheinlich nicht. Na, dann gibt's einen Debuff. Ja, genau, auf sich selber. Bald kann er sein Special nochmal machen. Das Vieh kann auch langsam mal sterben. Das geht einfach nicht kaputt. Los, Pat! Bring's zum Explodieren! Warum tut er das? Fuß zu blasen. Ich sag's dir, wenn jetzt alle Bosse kommen, das halten wir nicht durch. Sitzen wir morgen noch hier. Ja. Wie ich gesagt, das wird nur noch ein Part, das geht ganz schnell. Das habe ich nicht gesagt. Da kommt kaum noch was. Bam, Dungeon, bam, noch ein Dungeon. Bam, Boss, 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 Boss. Oder so super gut, ein Ghost-mäßig am Ende. Und der Boss sagt, haha, jetzt musst du das ganze Spiel nochmal durchspielen. Bam. Er ist doch ein Lichtboss und konnte das Licht überall raus. Der ist tot. Bis jetzt habe ich wieder MP. Oh. Speicherung. Du hast gewonnen. Oh, noch ein Level up. Den habe ich aber bitter nötig jetzt nach der Aktion. Mach ich mich klüger. Hm. Ja. Bleibt ja doch stärker. Pat nicht, oder was? Doch. Oh, Pat kann Stärke machen. Dann mach ihn stark. Speichern? Definitiv wird jetzt gespeichert. Items müssen wir ja noch haben, oder? Kaum benutzt. Ja, die Schokolade kann ich vielleicht auffüllen. Und den Honig, wenn ich schon dabei bin. Ach, wenn ich schon dabei bin, alles aufgefüllt. Uff. Also mit dem Honig müssen wir ein bisschen knauseln. Sag doch, was ist irgendwas? Da mache ich mir jetzt auch nicht den Stress, extra eine zu benutzen und so weiter. Das ist das, was ich meine. Loot ist halt völlig egal in dem Spiel. Ja, man kriegt einfach nichts Specialiges. Also ich finde, sie haben es ein bisschen versucht mit den Samen. Aber das kommt halt so verteilt in dem Spiel. Also wenn es jetzt irgendwie noch mehr Waffen und Rüstung gegeben hätte und im Verlauf des Spiels gibt es unterschiedliche Rüstsamen, Rüstsamen plus 2 und... Dann hätte das noch so einen Loot-Faktor, aber weiß ich nicht. Das kommt halt nur so kurz zum Ende und nur für einen bestimmten Waffen- oder Rüstungstyp. Und dann ist Schluss. Das hätte gerne noch Creeper sein dürfen. War er das? Ja. Eieieiei. Ich dachte mir, der kann nichts, aber das war der niedere Dämon. Der normale hier ist der doch kräftig. Uff. Okay, wir machen mal eine Part-Session, ne? Was ist Max-Level? Weiß ich gar nicht. 500. Das erreichen wir hier wahrscheinlich noch. Okay, okay. Sag mal, hier kommen wir rechts raus. Und Glotzer. Was die jetzt auch in allen möglichen Farben gibt. Ich mag die Succubus-Königin. Ist sexy. Ja. Vor allem auch so die Farbgebung, finde ich, passt einfach gut. Irgendwas ist geblieben. Aber interessiert uns das? Oh nein. Oh, oh wirklich. Uns hier wohl noch erwarten werden. Ich glaube, 8.
aus der scheiß Tür einfach alle Debuffs, die es gibt. Ich weiß irgendwie seltsam, dass der Zauber Doppelgänger heißt. Und eigentlich geht es nur um Blitz, Lava und Eis. Aber ich teile mich einmal. Aber das ist so unnötig, weil es gar, gar keine Bedeutung für den Zauber an sich hat. Aber ich teile mich einmal. Ich verstehe das nicht. Ich habe das Gefühl, die fanden einfach das Wort cool und wussten nicht, was sie damit anfangen sollen. Stärkt er sich. Und der fehlt noch. Du hast gerade 700 noch fast Damage. Aber ich glaube, der Lichtzauber ist gar nicht schlecht. Von Pat. Meinst du? Ich hatte gerade das Gefühl, dass er halt wesentlich öfter hittet, als wenn er normal angreifen würde. Das will ich jetzt auch. Hä? Ich bin Pat. Du bist Pat? Och Mensch! Darf immer nie Pat steuern. Oder ihm Befehle geben. Das gibt mir einen Buff. Ja. Oh, ich hoffe, ich mache jetzt nicht gleich den Ultra-Angriff auf einen der kleinen Kriegsgegner. Das ist ja ein bisschen schwierig. Oh, Mann! Und es ist passiert. Oh, was für eine Verschwendung von Energie. Da siehst du, das ist immer, als würde man doppelt hitten. Okay, zumindest sieht es für mich so aus. Ich hoffe, es ist wirklich so. Ja. Jetzt nicht jetzt nochmal enkeln, glaube ich. Oh Gott, du verwandelst dich in ein Korobockel. Du bist ein Korobockel. Du bist so klein. Das ist so süß. Zaubern kann ich trotzdem. Nee, den Schrumpfraum aber mitnehmen sollen. Jetzt hätten wir ihn gebraucht. Aber es hält wahrscheinlich auch gar nicht so lange, oder? Ja, ansonsten haben wir einen Heilbund. Ja, Sternkraut und sowas. Kleinpart Heilung. Oh Mann. Jetzt möchte ich ein Mana-Spiel, in dem man immer nur so klein ist. Trials of Korobockel. Jetzt bin ich der Groß. Sieht aus, als würdest du in die Tür springen. Ist er gut? Ich glaube ja. Ja, das ist nicht so gut. Der war leichter. Der heilt sich auch nicht dauernd. Oh, Nick spielt Animal Crossing. Jeder spielt Animal Crossing. Oh, das sieht vielversprechend aus. Auffüllen! Du hast gewonnen! Ja, in den Kämpfen müssen wir versuchen, möglichst wenig Items zu verwenden. Weil Zauber können wir ja reinballern, das füllt sich danach eh wieder auf. Sieht das nicht verdächtig aus? Wir haben keine Bomben in diesem Spiel. Was ist das? Eine Tür, würde ich mal sagen. Die ganze Zeit waren die Dungeons immer überschaubar und jetzt so Bugs. Complete Overkill. Hat die Länge auch unter... Was ist hier los? Oh, Haki Piet. Aus Haki Piet, da wird Kacke später. Hat er nicht gesagt. Das ist Sneaky Haki Piet. Man kennt das ja immer, ne? Dass man gefühlt immer an den gleichen Situationen das gleiche sagt. Und ich wette, dass wir in der Erfolg, als wir gegen Haki Piet gekämpft haben, genau beide das gleiche rausgehauen haben. Ich glaube auch. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut möglich. Das ist gerade langsamer. Das ist halt auch, ja, hab ich. Das ist auch immer, wenn man die Folgen schneidet oder sich das nochmal anguckt, sagt man genau das, was man im Let's Play dann eine Millisekunde danach sagt. Man ist halt einfach mal so gut. Ja. Das ist halt schon lustig.
Ja, und mit Pat gleich mal eine Heilung starten. Er ist halt so nervig, weil er immer durch die Gegend fliegt. Ich heile mich selbst. Der nächste spielt Animal Crossing. Pushy spielt Animal Crossing. Alle spielen Animal Crossing. Habe ich gerade 638 Schaden bekommen oder er? Wir alle. Meines war er. Okay. Einmal zaubern für alle. Und danach nehme ich gerne nochmal ein Lichtschwert. Brauchst du das? Ich weiß nicht, ich fand das cool. Er ist halt doof, man trifft ihn so schlecht. Okay, dann eben nicht. Ja, du kriegst eins, aber erstmal heile ich dich. Sind meine Zauber überhaupt durchgegangen? Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass. Dass die durchgegangen sind. Doch. Ja? Gar nicht gesehen. Also die nimmt auf jeden Fall gut Schaden von deinem Felszauber. Mhm. Ist auch stark gegen sowas. Ah, nee, ich bin schon richtig. Du fliegst! Klonk. Eigentlich voll verfehlt. Ja, er kriegt Damage da, wo der Schatten ist. Weißt du, wir müssen den Schatten angreifen. Zum Glück, der Zauber kostet gar nicht so viel, ne? Wenn du da machst, also. Ja, aber das ist sehr effektiv. Ja, 4 oder was, ne? Ja, 4 MP. 7, 7, 7. Haben wir jetzt an der Slotty gewonnen? Ja, wir sind reich. Jetzt können wir ganz viel Honig kaufen. Und Protoöl. Aber schon recht, ich komme eh gar nicht zum Angriff bei ihr. Da ist halt nervig, dass er immer so weit oben rumschwirrt. Oh, was ist die für trainierte Oberschenkel da? Oberschenkelmuskeln. Oh, Gott. Nein! Ich habe einfach 0 Damage bekommen. Ja, krass. Wir ziehen das jetzt durch. Muss. Beschleunigung! Nö, da mach ich was gegen. Nö. Bester Skill der Welt. Bollywood Attack. Das ist so dumm. Ich verstehe es nicht. Oh! Bester Zauber, ich sag dir das. Das ist gut. Ah. Tja. Das war der finale Hieb. Ohne Lamia Naga wäre das nichts geworden. Husch, husch. Oh ja, darf ich jetzt auch mal, ja? Mhm. Tja, gibt wohl nichts für dich. Da mache ich mich klüger. Damit Lamia Naga mehr Schaden macht. Mhm. Noch mehr Schaden als jetzt schon. Hast du ja gesehen, war Instant Kill. War richtig krass. Bei den Dungeons sind sie jetzt aber echt ausgerastet, ne? Ja. Oh, wie, in was für einer Frequenz der sich auch heilt. Unmöglich. Uff. Hat das nicht gerade schon dreimal gemacht? Tja, Möchelmann ist okay. Oh, das ist doch nicht sein Ernst. Und man patzt den einfach nur noch weg, ne? Patzt? Ja, patzt, patzt. Sagst du das wegen Patsch? Ich bin einfach verloren, weil das da steht. Oh, ich hab gerade die Luft verprügelt. Warum pusten wir das? War sehr enthusiastisch. Oh ja, knüppel ihn weg. Den meinst du, sollte er sein? Ja, sollte er sein. Oh. Gehen langsam die Gemüsesorten aus. Er ist Spinatmann. Yes. Mist es. Ist da wieder ein Gegner drin? In der Mitte ging es ja nicht hoch, da waren so Stacheln. Oder sind die weggegangen? Nein. Was ist das denn? Das ist nichts Nettes.
Wird jetzt random einer gekillt? Oh ja. Wow. Wie fies ist das? Das ist ja mies. Haben wir Glück, dass es einen Gegner getroffen hat. Meins. Oh, Engelskelch. Der ist okay. Eine Statue. Ja. Mach Schnellspeicherung. Scheiß auf die Statue, ey. So eine Güldene wäre doch jetzt wirklich mal angebracht. Gibt's nicht. Oh, das sah aber schon fast nach Dach aus hier. Oh. Ich werde dich nicht davonkommen lassen. Du hast meinen Vater getötet. Meine Güte, du hast einen weiten Weg hinter dir, Prinzessin. Du hast es geschafft, alle Bene Bodona zu besiegen. Du warst das Mana-Schwert offenbar wirklich würdig. Sehr zu meiner Überraschung. Klang aber sarkastisch. Doch mit deinem Glück ist es jetzt vorbei. Ich werde seine dunkle Majestät verteidigen, notfalls mit meinem Leben. Ich würde alles für ihn. Kämpf gegen mich, wenn du dich traust. Aber sowas von. Oh Gott. Was ist das denn für eine Miezekatze? Oh mein Gott. Es hat Möpse. Das ist eine Möpsekatze. Das ist lustig. Was castest du gerade, das Schwert? Ja. Ja, nice. Genau, einfach auf alle, ne? Ist das eine Möpsekatze oder eine Möpse-Mütze? Eine Matze ist das. Eine Matze? Ja. Nee, was ist denn stark? Machen wir mal das. Das Schwert hast du auf wen gemacht? Auf ja. Dich. Okay, du steuerst gerade. Ja. Dann gib den anderen auch noch ein Schwert. Guck mal, links und rechts ist das Drachenkopf. Ja, sieht schon cool aus. Oh, es hat gut Schaden gemacht. Gar nicht auf Schaden geachtet, ehrlich gesagt. Wie doof sie aussieht, wenn sie dann links und rechts geht. Miau. Wie viele Bosse wir jetzt schon bekämpft haben in dem Part? Einfach alle. Genauso viel wie im gesamten Spiel. Okay, ich glaube. Oh nein! Sie kann es auch. Oh! Wirklich? Das ist meine Skill. Nimm mir das nicht weg. So. Die buff ich die mal ein bisschen. Oh mein Gott, guck sie dir mal an. Oh, die ist ja süß. Das war ja knuffig. Dann macht ihr einen noch unschuldig. Weggeschmolzen. Klong. Ist das jetzt eine Wehrkatze? Oder eine Wehrfrau. Man weiß es nicht. Ist das eine Schweinebärkatze? Oder Bärkatzenschwein. Mondsäbel. Nicht cool. Uncool sogar. Au. Hast du mich erwischt? Ja, aber ich hab dich ja zum Glück gerade geheilt. Gutes Timing. Ich hab's gebrochen. Hat Angela schon den Schwertbuff? Nee, aber die zaubert eh fast nur. Okay. Oh, das ist so süß, wie sie aussieht. Ja. So könnte sie bleiben, aber nein, sie wird wieder creepy und komisch. Und sexuell. Das ist genauso weird wie diese Cats-Verfilmung. Sie ist voll der Furry. Aber so ist sie süß. Ja, so kann sie auch bleiben. Dann sind wir klein. Ich hätte gedacht, dass der große Endboss einfach so ein Kätzchen ist. Das habe ich nicht kommen sehen. Findest du, das ist schon der Endboss? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall einer der Endbosse bisher. Vielleicht kommt ja noch der Mana-Drache oder so. Der war so cool. So, jetzt habe ich aber alles weggedebufft, was ich wegdebuffen kann. Ah, der Zauber knallt schon rein. Über 800 gerade, ne? Ist schon nice. Klong. War ein Witz. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Ich glaube, da kann random irgendwas passieren. Oh, guck mal, Angies Pose. Richtig episch.
nicht das Gefühl, dass bei Warnwitz irgendwas Spannendes passiert ist. Nee, irgendwie nicht. Wahrscheinlich haben wir es verpasst. Muss so wehtun, ey. Riesen Eisblock auf Kopf zu kriegen. Pat kann gleich sein Ultra Special. Oh ja. Kaputt. Der Schmerz. Und sie nimmt uns überhaupt nicht ernst mit ihrem Rumgelecke da. Das glaube ich immer, wenn sie zaubert, dann wird sie zu Mini mit sich. Zu Diva mit sich. Was Snickers? Ich glaube, ich brauche eine Pat-Heilung. Ach, du bist Pat? Ja, dann mach einmal Double Spell. Dann mache ich Double Spell. Wo bleibt meine Pat-Heilung? Ging nicht, sie hat gerade gezaubert. Das ist der heilende Heilungspot. Ich hatte schon Angst, dass jetzt noch mehr Bosse kommen. Von der normalen Story kommen. Kann es sein, dass ich eine Lohklinge bekomme? Ah, nee. Ich glaube, das ist eher. Was auch immer sie heilt, ist ja immer noch ein 1 drin gewesen. Ja, das ist, glaube ich, wenn sie uns schlägt. Ja, sie hat sich ja die Klinge raufgezaubert. Oh, nee. Das ist meine Spell. Das macht meine Spell jetzt noch viel uncooler, weil irgendein Kackgegner das auch kann. Ich bin überhaupt nichts Besonderes mehr. Was? Frisst das? Frisst das? Ich glaube, Pat muss wieder ein bisschen heilen. Ist die irgendwann auch mal tot? Die hält aus, ne? Wie sie kreischt. Nein! Tu das nicht! Aber Pat kann mit seiner Heilung schon mittlerweile echt viel auffüllen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, dass man heilen kann. Wäre das manchmal echt eng geworden mit den Items. Ja. Gerade bei so langen Kämpfen auch. Charlotte wäre wahrscheinlich auch voll Heilungs-MP gewesen. Ja, die kann halt auch, ich glaube, immer auf alle Gegner Heilung machen. Auf alle Gegner? Ja, auf uns halt. Oh, wir sind klein. Vielleicht nicht mehr. Auch Protoöl. Man hat das so früh und das Item ist einfach so gut. Also Mama und normal Protoöl. Keine Ahnung, was Papa Protoöl macht. Vielleicht macht das MP? Vielleicht macht das beides. Oh, MP auf alle wäre ja aber krass, oder? Ich weiß es tatsächlich nicht, was es kann. Ich hätte nochmal nachgucken müssen irgendwas. Naja, ein Körperprotokoll hat. Ja, es ist halt irgendwie ein Slot verwenden für ein Item, was man nur einmal hat. Ist so, ist halt, man kann es halt auch nicht kaufen, es ist super selten. Ja. Aber dann muss es halt gut sein. Yeah, Special! Mach mal ein Special. Das hat Special. Angie! Dein Einsatz. Oh Gott, sie zaubert. Wie HP hat die denn? Wahnwitz. Keine Ahnung, was passiert. Ja, das stand aber viel zu kurz. Ja. Ja, weil es wegen jedem anderen, was da steht, immer sofort wegploppt. Sind so unnötig. Patze? Patze. Patze, ich grüße dich. Jetzt. Oh, die stirbt oh. Echt nicht, oder? Irgendwann musst du da mal tot umfallen. Nee, ich kann später. Heilt sich aber echt nicht viel. Ja, sie heilt sich ja echt nicht viel.
Na? Na, guck mal, mein MP ist sogar schon. Oh nein. Ja, wenn wir jetzt nur Papa-Poto-Öl. Macht jetzt jeder sein Special? Ja. Mal durchgespecialt. Halb-Eclipse? Das hört sich nicht nett an. Achso, das hat sie vorhin schon mal gemacht. Ist ja auch nur eine halbe. Er ist eine Schoki. Ich weiß nicht, was ihr macht. Aber ja, ich heile nochmal. Soll ich den Phenus geben? Wenn, dann auf Marie. Ja, für mich bist du Marie. Ja, bin ich platt. Aber du hast noch nicht Ja gesagt. Ja. Okay. Ja, damit. Dass man immer warten muss, bis sie einmal gewonnen hat. Ja. Stirb endlich! Aber die Klinge und so und die Buffs und Debuffs, die halten echt lange an. Ist auf jeden Fall echt gut. Ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung hatte, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Secret of Mana die Schwertbuffs relativ kurz hielten. Ja, ich glaube fast nur 4-5 Mal oder so. Ja. Und hier hält es wahrscheinlich einfach über eine gewisse Zeit. Da waren die aber echt faul, ne? Fenrir-Krieger, wir geben einfach irgendeine Skill, die wir noch über hatten. Die wir für den Boss benutzt haben. Ja, so fühlt sich das an. Wie das Eis hier immer aus ihrer Form rausgeprügelt. Oh, sie hat eigentlich, das ist einfach so richtig krasser Damage-Sponge. Nach wo SpongeBob verprügelt wurde. Ne, Blubberbernd war das nicht, wie hieß denn der? Der. Der von der Flunder halt, ne? Der Würger. Der Hackfleisch hat der Zahacker. Ja, die geht. Ich glaube, die geht aber nicht kaputt. Sie ist SpongeBob. Es hält halt nicht lang, ne? Tor des Bösen ist die Licht oder was? Ich weiß es nicht. Wenn es sie heilt, dann ist sie dunkel. Oh, irgendwann muss sie doch mal tot sein. Ach, Frau Mandel. Die hält halt unsagbar viel aus. Du bist klein. Aber mich hat es nicht erwischt, weil ich gerade das gemacht habe. Oh, yes. Sie ist tot. Finally. Meister. Dunkle Majestät. Was meinst du mit dunkle Majestät? Dies war einst die Burg des Lichts. Doch eine Prophezeiung besagte, dass der Prinz das Königreich zerstören werde. Als ein Erbe geboren wurde, spähte man ihn in den Kerker. Der von allen gefürchtete und von niemandem geliebte Junge wuchs in der Dunkelheit des Kerkers auf. Er kannte nichts als Bösartigkeit und Verzweiflung. Der Herrscher von Marvolia sah diesen verdorbenen Jungen und ernannte ihn zu seinem Nachfolger. Mit bavolianischen Kräften ausgestattet, wurde der Junge zur dunklen Majestät und zerstörte sein Land, wie es prophezeit worden war. Ja, Son Goku. Die Burg des Lichts wurde zur dunklen Burg, einem passenden Ort für die Kreaturen aus Marvolia. Das Herz seiner dunklen Majestät ist für immer und ewig verschlossen. Ich wollte es nur ein wenig öffnen. Sie war verliebt. Oh, jetzt ist sie tot. Wir müssen gehen. Der Turm wird einstürzen. Holy, scheiße. Schnell weg. Ah. Sie für eine Fresse ziehen, aber ist so lustig. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Lufti. Put. Lufti. Jetzt guck nicht blöd, benutzt die Trommel. Oh, das war ganz schön knapp.
Vater, mögst du jetzt in Frieden ruhen. Wir haben Daddy gerecht. Beeilen wir uns! Angie da noch stand eine halbe Stunde. Ich mache jetzt hier, Schnellladen. Oh Gott, ich bin auf Speicher, ne? Ja, ich bin auf Speicher. Ja, Speicher, please. Schnellladen. Wo wäre das? Das wäre jetzt der Epic Fail. Ja, das springen wir jetzt raus, wie wir rauswatschen. Echt, lassen wir uns nach all dem Scheiß hier manuell rausgehen. Vielleicht geht's auch noch weiter. Oh nein, vielleicht kommen jetzt noch die drei anderen Bosse und dann nochmal ein Boss. Oh Gott. Wenn's zu spät ist, können wir auch Cut machen sonst. Ich weiß ja nicht, wie spät das ist. Ich hab morgen frei. Also ich zieh das auch durch, so ist es nicht. Oh, ich hab das echt unterschätzt, dass es nicht so lange geht. Ich hab ja extra noch geguckt, ne? Und da stand, ja, dann kommt der dunkle Boss. Und dann kommt der Endgegner. Von 50.000 anderen Gegnern war nicht die Rede. Vielleicht hast du ein Stück zu spät geguckt. Nee. Ah ja, die war vorher nicht da. So. Gehen wir einfach hoch, oder? Ja, ich wollte nur anklicken. Oh, jetzt heilt er sich echt. Ich glaub es nicht. Klong. Der ist so nervig. Schnell hoch. Er kann es nicht lassen. Der ist heilsüchtig. Also, oh, meine TP ist noch voll. Dann heile ich mich. Geh weg. Wo sind wir? Oh, dieser Gifthauch. Vorsicht. Das klang ja schnöselig. Dieser Gifthauch. Oh mein Gott. Elliot! Willkommen. Wenn du hier bist, dann weilt Belladonna wohl nicht mehr unter uns. Egal. Es gibt jede Menge andere Handlanger, wo diese nichtsnutzige Marionette hergekommen ist. Aber ihr drei wart recht hilfreich. Ihr habt die Bene Vodona getötet und das Schwert mit ihrer wahren Macht erfüllt. Wenn ihr wünscht, könnt ihr euch mir anschließen. Oh. Gib Elliot zurück! Wo bleibt deine Menschlichkeit? Ist sie Stromberg? In der Tat, ich besitze keine Menschlichkeit, die der Rede wert wäre. Mit eigenen Händen habe ich den König von Marvolia getötet, nachdem er mir Macht gewährt hatte. Nun herrsche ich über das Land. Vorerst. Schon bald werde ich das Mana-Schwert und die Kraft der Bene Vodona in mich aufnehmen. Ich werde stärker als ein Gott sein. Ich werde der oberste aller Götter sein. Erlebe die Geburt eines neuen Gottes. Mana-Schwert. Oh. Und nicht aufs Köpfchen. Nein, nicht das Mana-Schwert. Halt! Das ist das Ende des Mana-Schwerts. Oh nein, er hat's putt gemacht. Nein, es ist vor. Och nö, was sollen wir tun? Ihr könnt nichts tun, ihr Maden. Die Kraft strömte mich hinein. Oh. Oh. Oh, was geht hier vor? Das war sexuell. Dieses Licht hält mich zurück. Es muss von der Göttin des Mana im Heiligtum kommen. Sie lebt noch? Diese Welt braucht keine zwei allmächtigen Götter. Ich werde die Mana-Göttin in einer alles entscheidenden Schlacht besiegen. Ich muss gehen. Na toll. Teleportiert Elliot gleich mit weg. Elliot! Er ist fort. Was sollen wir ohne das Mana-Schwert tun? Wir haben keine Chance, Lisée, gegen einen derart starken Feind zu gewinnen. Mach dich nicht lächerlich. Wenn du jetzt aufgibst, wird die Welt, die du kennst, vernichtet. Glaub an dich. Du wurdest zum Mana-Schwert auserwählt. Du hast es mit der Kraft deines Herzens herausgezogen, nicht mit der Kraft des Schwertes. Natürlich war es die Kraft des Herzens. Es ist euch gelungen, die Bene Vodona zu bezwingen. Wenn ihr zusammenarbeitet, könnt ihr alles schaffen. Na los, retten wir die Göttin. Kannst du es schaffen? Fee, du hast recht. Ich muss Elliot retten, wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können. Gehen wir. Schala. Hey, Schala. Okay, dürfen wir jetzt hier trommeln oder was?
Ich weiß nicht. Jetzt dürfen wir trommeln. Oh yeah. Bam. Okay, wo müssen wir hin? Klong, klong, klong. Ja, das Mana-Heiligtum zur Mana-Göttin. Wusch. Okay, okay. Jetzt, teurer DLC, um Luftys Color Palette zu ändern. Jetzt haben wir einen blauen Lufti für 10 Euro. Aber ich finde ihn so wunderschön, wie er ist. Das ist ja so ein Elder Scrolls DLC. Wow. Dramatische Drehung. Guck mal, seine Tatzen so. Zappel, 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 zappel. Er ist ganz aufgeregt. Gehst du da rein? Ja, ja, das passiert gerade. Er ist ja noch jung und welpig, ne? Der pinkelt bestimmt überall runter. Hey, wenn du so ein Drache wärst und über die Welt fliegen könntest. Du weißt so groß wie die Stadt, wenn er da runter pinkelt, ist wie bei Flügel. Das möchte ich bitte nicht erleben. Und was, wenn er groß muss? Da sind die Dinosaurier ausgestorben. Ich glaube, ich mache mal hier einen auf Speicherstand. Wow! Links. Oh mein Gott. Echt die Formwandler. Die sind lustig. Und die sind Level 49. Wir haben vorhin den Level. Oh, da kann einfach alles rauskommen jetzt. Der kleine blaue Pogobuschel. Im Lächeln. Gestaltwandlung. Boah, wie viel Halt die denn aus? Und wie random eigentlich jede Sekunde ein neuer Gegner bei rauskommt. Ist jetzt wahrscheinlich derselbe Weg wie sonst auch, ne? Ja, ich denke mal. Voll süß irgendwie. Vor allem, ich sag noch, wir brauchen eine blaue Color Palette für Lufti und jetzt hat jeder Gegner einfach eine blaue Color Palette. Nur für dich. Yay. Okay, Pat. Übertreib halt. Wir haben Familie. Na, jetzt nicht mehr. Naja, die Familie haben sie noch, aber die Familie erkennt sie nicht mehr. Okay. Okay. Keine Truhen für uns. Ging das jetzt links rum oder? Nee. Ja, doch. Ja? Kann aber oben so ein Baumstamm oder eine Säule im Weg war, ne? Mhm. Der Molch. Ich mag den. Der ist Blubschi. Okay. Oh, ein Rüstzeugsamen. Wie der nur noch okay steht. Xenzahn. Sicher. Und da kommt jetzt Ninja Blob. What the fuck? Den Damage, der gerade bekommen hat. Oh Gott, du wurdest geklont. Oh Gott, wer bin ich? Wer bin ich? Aua, warum machst du so viel Schaden? Ja, weil ich stark bin. Ich heile mich. Ich heile Pat. Wenn ich jetzt nicht mehr angreife, greife ich dann nicht mehr an. Vielleicht musst du dich einfach selber töten. Oh, ich dachte, ich wäre der andere. So, oh fuck! So kann man sich irren. Macht er alles, was ich mache? Oh Gott, oh Gott. Das ist ja. Wiederbelebung, bitte. Das ist ja ein unsexy Gegner. Du bist nicht mehr in Range. Ich bin ganz schön stark, ne? Kann das sein? Ja. Zwischendurch nochmal restocken. Ja, unbedingt. So, ich will nicht mehr Angela sein. So, du bist Angela. Zauber mal was Krasses. Ist das gemein? Das war ja richtig arschkräftig. Puh. Da hatte ich kurz Angst. Ja, kurz mal mit Pat aufheilen, ne? Besser ist es. Können wir da nicht mehr hoch? Oh, ach, geht Gott. Das nicht mehr? Weg doch geändert. Oh nein. Na, hier ist eine Sackgasse. Hätte vorhin doch rechts lang gemusst. Ja.
Ich wusste nicht, dass sie das geändert haben. Ist ja gemein. In den Standardweg gegangen. Das haben wir uns umsonst mit dem Ninja-Block auseinandergesetzt. Der war aber auch fies. Der war krass stark. Wieso so eigentlich alle Gegner nochmal eingebaut haben, oder? Ja, ist irgendwie cool. Drrr. Ah, guck mal, der Steinblock da ist weg. Ah, toll, hätte man direkt abkürzen können. Dafür ist da ein neuer Steinblock. Oh. Jetzt kommen wir da gar nicht vorbei. Ja, müssen wir wieder raus und rechts rum, ne? Wahrscheinlich ja. Oder links? Hier. Das könnte man auch machen. Ah, das sieht gut aus. Ja. Oh nein, das Ninja-Block. Zauber, Zauber, Zauber. Double Spell. Den dürfen wir auf jeden Fall nicht mehr unterschätzen. Nach der Sprache, es geht los. Oh nein. Es part. Es part, nein. Was ist denn stark gegen Enfit? Da sagst du was. Oh nein. Oh nein. Holy shit. Alter, fuck it. Schokolade? Honig? Können wir hier irgendwo raus? Dass wir Pat einfach in Ruhe lassen? Ist das ein Sackgasse? Das sieht fast so aus, ne? So was geht aus. Okay. Oh. War das gemein? Kurz mal eine Heil-Session. Sah halt echt aus wie eine Sackgasse. Na toll, müssen wir jetzt ganz. Also doch rechts rum. Wie ich die ganze Zeit sag. Ich will sonst nie rechts rum gehen. Ja, die sind eindeutig zu okay für normale Zwischengegner. Das tue ich mir nicht an. Wir nähern uns. Mehr Stück. Was ist denn das? Da der Baum? Oh ja. Was für ein Jammer. Der Baum ist verdorrt und die Göttin des Manas von uns gegangen. Wie konntest du nur? Hast du Schmerzen? Ohne den Mana-Baum bist du schwächer geworden. Feen werden geboren, um ihn zu beschützen. Und wie ich sehe, sterben sie ohne ihre Aufgabe. Das ist das Ende der Herrschaft der Göttin des Mana. Marvolia wird über diese Welt herrschen. Mit mir als oberstem aller Götter. Nein, das werde ich nicht zulassen. Was? Nee, Fee! Oh, wie ungeduldig. Sie hat sich den Tod so sehr gewünscht, dass sie versucht hat, sich alleine gegen mich zu stellen. Bist du bereit einzugestehen, dass du keine Chance hast? Ihr solltet euch in Würde geschlagen geben. Die Welt wird von Marvolia verschlungen werden. Und ich werde über die neue Ordnung des Bösen gebieten. Für euch ist hier kein Platz mehr. Sollen wir es beenden? Nun, da ich gottgleiche Kräfte besitze, werde ich diesen alten gebrochenen Körper ablegen und stattdessen in den Prinzen von Lorenzien hineinfahren. Ich werde seinen Körper nutzen und den Alten wegwerfen, mitsamt den grässlichen Erinnerungen, die daran haften. Ihr werdet meine wahre Gestalt nur kurz bestaunen können, ehe ihr sterbt. Na toll, ja, super aus. Elliot! Ach du Kacke, die dunkle Majestät hat sich in einen Erzdämon verwandelt. So sieht der Herrscher über Marvolia, das Menschenreich und das Heiligtum aus. Ich spüre die Kraft in mir. Ich werde euch eigenhändig vernichten. Na toll. Oh oh. Autschi. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Sieht nicht so nett aus. Bin ich jetzt tot? Nein! Woher kommt dieser Schmerz? Das ist Elliot. Das ist dein Ende. Auch ohne den Baum oder die Mana-Energie werden wir niemals kampflos aufgeben. Nicht solange Padauzina hier ist. Na, no, Padauzina ist die Beste. Verlier nicht die Hoffnung, auch wenn Elementare und Geister ohne Mana vielleicht verschwinden. Du kannst eine neue Welt erschaffen, Padauzina. Padauzina, Marie, Pat, ihr müsst aufstehen und kämpfen. Die Zukunft liegt in euren Händen. Wir werden immer bei euch sein, also kämpft weiter. Yeah! Heilung! Ihr haltet euch für schlau, aber ohne das Mana-Schwert könnt ihr nicht gewinnen. Es ist hoffnungslos, ihr seid erledigt.
Du irrst. Verstehst du es nicht? Solange Padozina hier ist, wird das Schwert namens Hoffnung in unseren Herzen niemals verschwinden. Wow. Lächerlich. Ihr glaubt, eure Illusion von Hoffnung könne gegen einen neu erschaffenen Gott bestehen. Da wird ihr euch gewaltig. Oh, okay, fuck. Das schreit doch nach einer Schnellspeicherung. Oh, wenn man sich nicht mal heilen konnte. Nee, das ist, wir sind jetzt echt am Arsch. Oh, diese Mucke. Ja, ich baller dem jetzt die Debuffs der Vernichtung rein. Erstmal entkräften. So, Double Spellen. Er ist halt krass detailliert schon wieder gepixelt, ne? Also das ist nice aus. Optisch ein sehr nicer Boss. Und das ist ja das Coole, das ist ja, wie viele finale Bosse gibt es? 3? 50.000. Ist ja je nachdem, welchen Hauptcharakter man gewählt hat und so, ist hier mal ein anderer. Genau, insgesamt 3. Und das finde ich halt, ist echt schon eine coole Sache. Das heißt, wenn man eigentlich den ganzen Inhalt erleben will, muss man es mehrmals spielen. Ja, das machen wir nicht. Ich hab's schon getan. Das ist halt voll spannend. Es war so im Grunde genommen immer eine ähnliche Story halt. Aber jedes Mal anders. Ja, Pam, du kannst ja auch dadurch bestimmen, welchen Prolog du spielst und so. Also hat schon großen Umfang das Spiel, wenn man jetzt wirklich alles erleben muss. Kann man nicht meckern. Ja. Hatten wir lange nicht. Lässt die harten Geschütze auf. Ich will mit ihr zaubern. Jedes Mal kurz oben drauf. Bist du Pat? Ja. Dann gib mir noch das Lichtschwert. Kommen wir nicht dazu. Yeah. Yeah. Bist du das scharf? Mhm. Die Mucke klingt so ein bisschen Secret of Evermore mäßig. Da war auch alles so düster und trommelig. Das ist voll cool. Double Spell ist wohl stark. Klingt ganz so schön bedrohlich, ne? Wo ich finde, dass der Bossgegner könnte halt auch so aus Resident Evil sein. Da ist auch immer irgendwas verwurzeltes, glibbriges, schleimgroßen, riesen Evil-Boss mit einem Menschen drin, so. Oh je, was passiert hier? Aua. Na toll, bin stumm. Echt? Sowas macht er auch. Wir hatten doch noch die Pat-Medaille. Was macht die, wenn wir die benutzen? Die heilt, glaube ich. Ah, dann können wir das als Foto ja auch mal benutzen. Mhm. Wenn wir es brauchen. Guck mal, er hat diese Loki-Hörner. Der sieht schon echt cool aus. Und er sieht aus wie so ein Silberfischchen. Wenn die so groß sind und so riesen Fühler haben. Oh, die sind voll eklig. Ich habe eigentlich nichts gegen Insekten, aber die finde ich irgendwie eklig. Wäre es irgendwie lustig, wenn du die zerdrücken willst mit einem Tuch oder so. Die sind dann einfach weg. Die lösen sich einfach auf. Da ist nichts mehr übrig, als wären die wandelnder Staub. Vielleicht entstehen die einfach aus Staub. Das glaube ich ja sowieso. Auch bei scheiß Spinnen in der Bude oder so. Alles ist zu, die können nirgendwo reinkommen. Zack. Überall, alle Ecken voll. Bam! Ratatouille! So, ich benutze jetzt mal die Medaille. Prinzenmarke. Ja, tatsächlich heilen wir uns alle. Sehr gut. Hast du schon die Schwerter auf die relevanten Charaktere gehauen? Auf dich, ja. Auf dich kannst du vielleicht auch nochmal machen, weil es tatsächlich, du machst doppelt Schaden. Und da spürt man. Wenn man einen doppelten Schaden hat. Die Musik macht das so richtig bedrohlich, ist voll cool. Das ist so gut gepixelt. Vor allem auch für die Zeit. Echt nice aus. Sie haben es natürlich einmal in der Mitte gespiegelt, um den Aufwand ein bisschen zu sparen. Wahrscheinlich hat er trotzdem eine Woche dran gesessen. Ja.
Aber ja, klar, es ist ja auch nichts Falsches daran, das zu spiegeln, wenn der Gegner isometrisch ist. Ja, sieht auch viel besser aus dann. Gibt ja mittlerweile auch die geilen Tools, die dann das direkt gespiegelt für dich mitpixeln und so. Und ich glaube, damals war das alles ein Mühe umständlicher zumindest. Da gab es ja noch nicht Ultra Photoshop. Oder wie ist das? Ace Sprite? Mhm. Ja, ist ein super Programm. Gleich werden! Sieht immer so goff aus, wenn du deinen Zauber machst und alles so dunkel naja. Wird. Voll cool. Ich brute noch mal. Wir haben's ja. Also das Protoöl hat uns echt durchs ganze Spiel geholfen, würde ich mal sagen. Das ist das Beste, was es gibt. Ja. Und der Double Spin. Der sich einfach so auf den Baum gepflanzt hat. Was denn das? Stirb, Silberfischchenboss. Ja. Sehr schön. Was machst du da? Du bist getrifost. Ich hab. Der hat gerade einfach alles gesehen. Ja. Meinst du, Sternkraut macht das rückgängig? Wahrscheinlich. Ich will ja nicht zaubern mit Ähnchen. Sieht aus, als würde sie mich verprügeln. Das war er jetzt. Ja. Aber es war gar nicht mal so stark. Kann sein, dass er auch immer eine andere elementare Schwäche hat, je nachdem, welche Farbe er jetzt gerade annimmt. Ah ja, stimmt, das kann gut sein. So, und jetzt hat er halt Erdelement, ich weiß nicht, was dagegen gut ist. Na, ich nehme halt meistens den, weil... Weil der ist gegen alles gut, ne? Der ist so ziemlich gegen alles stark, ne? Guck mal, seine Fühler sind blau, ist ja auch cool aus. Ja, ich sehe blau, ich find's hübsch. Mhm. Du kennst mich. Na, sieht doch gut aus. Mann, Angie, hör auf anzugreifen. Du musst auf Angie wechseln. Nein! Das ist keine Magie mehr. Das ist ungünstig. So, jetzt nochmal. So. Bei deinem MP-Verbrauch brauchst du direkt noch Windows. Okay, da bist du bei der Strecke. Oh Gott, wer leidet jetzt? Alle. Vielleicht die Medaille? Ja. Besser ist. Wollen wir halt wenigstens keine Cast-Zeit. Wir hätten 9 davon gebraucht. Er stellt sich einfach mitten in den Boss rein. Weil das kann. Und welche Schwäche hat er jetzt? Ist er du? Ja, er ist gut. Oh Gott. Ich bin sowas von tot. Ja. Ich glaube, da hilft auch keine Heilung mehr. Nee. Ich räche ihn. Okay, dann mache ich mal einen Engelskelch. Lebenswasser. Ich lebe. Hattest du nicht auch noch diesen Ultralichtzauber? Den habe ich gerade benutzt. Das war der Ultralichtzauber? Du hattest doch den, wo von oben diese Lichter über runtergedonnert kommen, oder nicht? Ja, der ist, wenn er auf mehrere Gegner geht. Mann, bin ich so. Ach so, okay. Das ist der gleiche. Ouchie. Oh Gott. Das sah nicht so nett aus. Aber es war gar nicht mal so stark. Also Double Spell bringt bisher auch mehr. Ja, Double Spell fühlt sich am besten an auch.
Na, mir nagen. Nee. Das ist gar nicht mehr so stark. Also wenn ich in der Zeit normal zuhaue, macht das viel mehr Schaden. Los, Vesuvio! Hast du eigentlich noch deine Klinge? Ja. Okay, dann musst du nur bei mir weglegen. Wegen Gestorbsten. Oh, Sterbselt. Autsch. Vielleicht ein Foto hier, ne? Foto, Foto. Weil die letzte Prinzenmarke würde ich nehmen, wenn es wieder ganz knapp wird. Weil das Ding halt echt gepeilt. Aber Foto oder? Aber Fotoöl haben wir öfter. Wo ist es denn? Da. Ah, nein. So. Immer wenn ich das nutze, sieht man, wie ich mit dem Menü struggle. Nein. Dann pfeift dir doch eine Nuss. Gib dir auch noch eine Nuss. Der will nicht drauf gehen. Ist ja schon wieder. Sieht nicht nett aus. Oh nein, hör auf. Also, als würden die beiden gegeneinander kämpfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den gut schaffen. Aber das Schöne ist, dass wenn einer überlebt, dann ist es zumindest immer Putt, außer er macht diesen One-Hit-Kill. Weil Putt halt krass viel HP hat. Ist doch ein bisschen tanky. Ja, wir haben den ja extra auf Tank gespielt und gelevelt auch. Explodiert. Oh Gott. Das ist aber eine neue Form jetzt, oder was? Ich befürchte es. Oh mein Gott. Sieht der krass aus. Oh, jetzt die Kacke am Dampfen. Not even my final form. Weil ich hab schon gefühlt, da ist verschwendet. Sind das jetzt mehrere Gegner, oder? Zählen die Arme auch als Feind? Fancy Mucke. Weil wie schmollig er aussieht. Wie so ein bockiges Kind. Cool ist bitte diese Musik. Die ist richtig fancy. Nachzaubern. Oh Gott, die Klinge. Das sieht nicht gut aus. Sagen Bonbon? Nein. Immer Honig. Wenn du schneller wäre, würde es gehen. Aha, jetzt regst du dich auch das Menü auf. Hab ich es geschafft am Ende des Let's Plays, dass du kein Fan mehr vom Menü bist. Er sieht so gruselig aus. Ja, sieht schon böse aus. So. Reinballern hier. Ja, ist dann nicht so nervig, als wenn man es alle zwei Zauber machen muss. Aber ja, so ein richtiger JRPG-Boss ist nur ein richtiger JRPG-Boss, wenn er mehrere Formen hat. Ich finde das immer super cool. Du, ich beschwere mich da nicht drüber. Find das gut. Also mein Lichtzauber ist auch immer noch gültig. Sehr gut. Also es hält gefühlt halt echt für die Dauer des Kampfes. Ey, coolste Mucke im ganzen Spiel, die man nur einmal hört. Das ist voll traurig. Ja, das ist der Komponist richtig ausgerastet. Und dann siehst du, hörst du die vielleicht auch nie, weil du das Ende gar nicht spielst. Ich weiß nicht, ob jeder Final Boss genau die Mucke haben wird. Weiß ich nicht. Denke nicht. Man
hat ja jetzt eine Jukebox. Am Anfang. Bei Bedarf. Das finde ich auch cool. Das ist so episch. Wenn danach noch eine Form kommt, bin ich Ritt, ne? Dann wird's eng mit dir müssen. Ja, muss Pat das rausreißen mit so einer Explosion. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ein Playthrough ohne Angela. Habe ich schon gemacht. Funktioniert ganz gut sogar. Denk mal gar nicht. Nervig ist es bei den Bossen, die halt fliegen. Oder wenn du dich an den einen Wasserboss da erinnerst. Ja. Der dann so unter der Erde war. Oder dem Eis. Ich würde heilen. Ja, ein Schockri reicht, glaube ich. Na, einmal vor allem. Achso, okay, ja, Foto geht natürlich auch. Ist besser, wer weiß, was der für fette Attacken macht. Naja, und wenn er auf einmal alle killt, dann ist ungeil. Weil man kommt halt auch ganz gut zurecht mit diesen Klingen. Und ich weiß nicht in welchen Formen, aber Charlotte und Pat kann man auch in bestimmte Formen halt umskillen. Wo sie dann die Klingen auf alle zaubern kann. Was sehr praktisch sein kann. Hat Pat dann nur. Oder haben die beide den Klingen? Ja. Haben die gleichen? Ja. Je nachdem, welche du halt nimmst, welche Form. Das ist halt das Ding, da musst du die Elemente aber auch ein bisschen kennen, ne? Wo ich das Gefühl habe, dass Licht eigentlich immer gut war. Weil es halt immer nochmal diesen Double Damage reingehauen hat. Ja, gerade halt hier dunkle Festung. Ja. Oh mein Gott, deine Magie ist schon wieder alle. Meine Nüsse. Und knall den Panzer rein. Nur noch eine Nuss. Deine letzte Nuss. Ansonsten, wenn ich sterbe, ja, bin ich auch wieder voll. Dann müssen wir mal einzeln heilen, außer Angela halt. Dann können wir das ein bisschen forcieren. Wenn wir das so wollen. Ja, mal schauen, vielleicht kommen wir auch so ganz gut durch. Bis jetzt geht's noch. Aber der Double Spell ist halt so gut. Autschi. Geht auch schon mal in eine Richtung. Vielleicht kriegen wir sie jetzt tot. Ja. Zauber, dein letztes Mal. Heilen wir sie jetzt einfach nicht auf dreist. Ja, jetzt ist sie aber nicht. Sie stirbt einfach nicht. Sieht aus, als würde er was super garstiges jetzt vorbereiten. Noch einmal zaubern. Kleines. Der jetzt davon stirbt, ne? Das wäre lustig. Oh, Katastrophe, das fehlt ja nicht. Bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Das sieht nicht nett aus. Nee. Ich drück schon X wie ein Verrückter. Oh ja, oh ja. Uff. So, dann fange ich erstmal an, mich zu. Dann belebe mich wieder. Ja. Dann habe ich wieder MP. Und dann gebe ich Pat noch mal eine Schocki. Das ist echt krass, wie das deine MP vollhaut. Eigentlich ist der Engelskelch zu gut. Zu gut. Zu gut. Zu gut. Ja, genau. Ich bin jetzt Bad. Was denn? Willst du nochmal eine Klinge machen? Oder? Ja, ich würde sagen, dass du keine mehr hast. Ach ja, stimmt. Meine müsste ja noch gültig sein. Du bist ja gestürzt. Man muss halt reinziehen, 99 MP hast du gerade geheilt.
Ich glaube, ich habe meins nicht mehr. Wie lange zauber ich das weg? Ja. Voll gut, wie die Instrumentalspuren sich so überlagern. Und das gleiche in einer anderen Tonalität zu spielen. Voll sexy. Ja, klingt schon echt cool. Voll der Polyphon gegen den Ton. Was denn wieder? Ja, ich konnte sie wieder nicht ausprobieren. Oh nein, Hyperkanone, das ist jetzt nicht gut an. Hat mit seinem Bauchnabelfliesen geschossen. Nicht gut. Ja, vielleicht ein Protoöl, oder? Aber wenn er dann wieder sein Ultra-Ding macht, dann könnte ganz schnell RIP sein. Ich finde übrigens, dass er sehr schön lackierte Fingernägel hat. Oh! Oh, jetzt ist er tot, wirklich? Das will dann der dunkle Herrscher sein. Ein guter Retro-Boss muss immer explodieren. Ja. Jetzt wird das noch so weiß und so. Der Klassiker. Oh, ich hatte kurz Angst. Ich dachte so, was? Noch eine Form? Er entpixelt sich. Oh. Er ist tot. Nein, Mavoli, meine Herrschaft. Wie kann das sein? Der Damage hätte uns jetzt töten müssen und Game Over so. Danke, dass ihr niemals der Verzweiflung erlegen seid. Doch der Mana-Baum ist tot und das Mana ist aus der Welt verschwunden. Ohne Mana ist es mir nicht möglich zu existieren. Wir kannten uns zwar nicht lange, aber ich habe die Zeit, die ich mit euch verbringen durfte, sehr genossen. Ich werde euch nie vergessen. Keine Sorge, Pardozina. Es ist mir gelungen, Elliot während deines Kampfes zu retten. Mit dem letzten Rest meiner Kraft habe ich ihn zurück nach Lorenzien geschickt. Elliot ist in Sicherheit. Oh, Fee, danke. Du musst drücken. Warum muss ich denn drücken, obwohl du immer gedrückt hast? Das habe ich nur geschafft, weil du den Feind währenddessen beschäftigt hast. Ich bin froh, dass es noch rechtzeitig funktioniert hat. Nein, geh nicht, Fee. Es passiert halt nichts. Doch, es passiert immer nur was, wenn du drückst. Mach dir keine Sorgen um mich, Pardozina. Du hast für die Zukunft aller gekämpft, auch für meine. Was? Ich hab nichts gedrückt, ich hab den Controller nicht in der Hand. Feen sind wie die Saat des Mana-Baums. Sobald sie eine würdige Person finden, der sie voll und ganz vertrauen, können sie zum neuen Baum und zur neuen Göttin werden. Um das Mana zurück in die Welt zu bringen, muss ich den Platz des Baums einnehmen und schlafen. Die Wiederherstellung... Du musst schneller reden, das geht so schnell. Doch wenn sich eure Nachkommen in 1000 Jahren immer noch an den Mana-Baum erinnern, werde ich erwachen und ihnen in der Stunde der Not bestimmt ebenfalls beistehen können. Doch bis man mich braucht, werde ich hier schlummern und die Welt als dieser Baum in aller Stille beschützen. Ich verabschiede mich, Pardozina, Marie und Pat. Möge das Mana-Schwert in euren Herzen für immer strahlen. Die Fee ist zur Mana-Göttin geworden. Finale. Ich flieg jetzt nicht zu einem anderen Boss. Oh, das wäre so bitter. Lufti, ich kann nicht mehr. Weiß ich nicht. Er fliegt schon nicht den kürzesten Weg.
möchte ihn als Haustier. Er ist voll den Umweg geflogen. Pat, großer Bruder. Du bist zurück, Pat. Ich bin so froh, dich zu sehen. Wendy, Tante Stella. Es tut mir leid, dass ihr euch Sorgen... Was, dass ihr euch Sorgen um mich machen musstet? Jetzt ist vorbei. Alles ausgestanden. Das kannst du mir erzählen, wenn du dich bereit fühlst. Jetzt solltest du dich aber erstmal zur Burg begeben und seiner Majestät Bericht erstatten. Er sieht voll traurig aus. Wie ein echter Soldat. Guck ihn ja an. Pat ist wieder in Berlin. Ich war gar nicht bereit, Pat zu sprechen. Ich war gerade so chillig im Stuhl so. Deine Reise war beschwerlich, aber notwendig. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um in Trauer zu versinken. Loki lebt in euch allen weiter. Seine Seele ist befreit und für immer bei euch. Ich. Wir haben keine Mana-Göttin mehr, die die Welt im Gleichgewicht hält. Pat, du und deine Freunde, ihr werdet von nun an die neuen goldenen Ritter sein. Wir werden euch folgen. Die Zukunft gehört euch. Hoi. Nickedinick. Mutter. Marie, wo warst du? Hast du wieder den Unterricht bei Rossell geschwänzt? Du sollst nicht immer träumen. Vergiss nicht, eines Tages wirst du die Königin von Athenia sein. Ich weiß, dass es schwierig ist, zumal die Magie nicht besonders liegt. Aber du kannst dir alle Zeit nehmen, die du brauchst, um sie zu erlernen. Ich bete jeden Tag zur Göttin des Mana, auf dass sie dir ihren Segen geben möge, damit du dir die Magie schneller aneignen kannst. Und die wüsste was, die zaubern kann. Mutter, oh Mutter. Gibt sie in der Kopfnuss? Was ist denn, Marie? Du musst nicht weinen. Oh, stell mich doch bitte deinen Freunden vor. Moody hat einfach gar nichts mitbekommen. Ja. Ich kann nicht glauben, dass etwas so Furchtbares geschehen ist. Ich erinnere mich an nichts davon. Konnte eine Königin diesen Wahnsinn zulassen? Obwohl ich unter fremder Kontrolle stand, ist es eine schreckliche Vorstellung, dass ich versucht habe, meine eigene Tochter zu opfern. Bitte verzeih mir, Marie. Ist schon in Ordnung, Mutter. Du bist immer noch die wahre Königin und dein Volk liebt dich. Ich liebe dich. Herrsche bitte weiter über Athena. Hätten sie auch beim Baum besprechen können. Danke, Marie. Warum gehen die jetzt extra in Thronsaal, wo das jeder mitkriegt? Ja, das muss ja offiziell aussehen. Es ist ihre Tochter. Da ist nichts offiziell. Schwester! Elliot, ist alles in Ordnung? Hast du jetzt Patto? Ja, mir geht's gut. Es tut mir so leid, Elliot. Hätte ich doch. Ich hatte einen total komischen Traum. Ich hab Mutter und Vater gesehen und beide wirkten so glücklich. Er ist so doof. Sie haben mir gesagt, dass ich nach Lorenzo zurückkehre und ich dabei unterstützen soll, dem Königreich wieder zu Wohlstand zu verhelfen. Sie meinten, dass ich mich nicht immer nur auf dich verlassen dürfe. Also werde ich mein Bestes tun. Vielleicht lasse ich auch wieder Ben und Bill rein. Elliot? Vogelbuckel. So ein Vollhonk. Fadi, Modi, Elliot und ich werden fleißig daran arbeiten, aus Larenzien wieder das friedliche Königreich zu machen, das einst war. Pat, geh aus dem Bild, ich will ihre wehenden Haare sehen. Auch wenn es auf dieser Welt keinen Mana mehr gibt, bitte ich euch auf dieser Reise über meine Freunde und mich zu wachen. Pat, geh aus dem Weg. Hat ihre ganzen Haare im Gesicht. Wusch. Da will sie mal mit ihrem Volumen angeben und dann kommt Pat, ich hab schöneres Haar. Schauet, sehet und staunet. Pat hat schöneres Haar als alle. Toriel. Oh, kleine süße Blubs. Mann, wie fancy das ist. Das sind Landseepferdchen. Oh. Aus wie kleine Pfauen. Pfauensittiche. Oh, Knospos. Knospi wächst ein neues Mana-Bäumchen. Loturzel. Bisasa. Das ist so schön. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis der wieder so groß wird. Mhm.
Ich kann mir schon vorstellen, dass Elliot jetzt einfach mit seinem Feuerzeug da spielen geht. Der Trottel. Ist das? Das ist die Fee. Oh, Lufti. Husch. Ist das hübsch. Oh, ist das toll. Weil wir da langfliegen mit seinen Pixeln. Das war's, Leute. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Setzt den Daumen gerne nach oben. Schreibt, wie ihr das Spiel so fandet. Aktiviert die Glocke, damit ihr seht, wann wir das Remake spielen. Wahrscheinlich ist es schon längst auf dem Kanal. Und genießt euren Abend, euren Tag, euren Mittag. Und eure Nacht. Und eure Mahlzeit. Tschüss. Tschüssi, macht's gut. Hat Spaß gemacht. Ist ein tolles Spiel, spielt es auch. Tschüss. Koro Bockel. Schrumpfhammer. Gaias Nabel. Elfenteich. Vesuvio. Nicht scheiß Salamander. Möpsekatze. Thank you.